Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tomb Raider Underworld. Wir sind hier immer noch in Thailand, haben diesen schönen Palast entdeckt, wurden von Tigern angegriffen und haben jetzt wahrscheinlich die Möglichkeit, an dieses Teil ranzukommen, was ich schon sehnsüchtig erwartet habe. Und wenn ich mich jetzt fallen lasse, sterbe ich zu 100%, hä? Nein, doch nicht. Wow, ich bin da. Bin erstaunt. Ich dachte echt, ich würde jetzt irgendwie... Ich wollte mich eigentlich ein bisschen drüber festhalten, aber... Naja. Kann ich mich dort... Ja, kann ich. Oh. Lara, gut. Nein. Warte. Geh ein bisschen in die Richtung, genau. Und jetzt schwingen. Und nochmal. Oh nein, das reichte noch gar nicht. Reicht das aber so? Ja, gut. Gut, dass sie sich mittlerweile auch so ein bisschen... weiterentwickelt hat. Und ich meine da speziell dieses Aufstangen und so weiter stehen und verkehrte Dingstaste. Ich wollte nämlich mal nachgucken. So. Es war keine Reliquie, okay. Wir sehen die Reliquie. Ach, die Reliquien sind rund, deswegen, ja. Okay, gut. Da fehlt mir die eine noch und 8 von 30 Schätzen habe ich schon mal gefunden, ne? Du solltest da eigentlich nur an dieses Teil da oben ran, genau. Ich weiß gar nicht, wohin dich das jetzt führt. Was es hier bringt. Du kannst auf jeden Fall dort ran. Und dann... Nein! Was? Ich habe nichts weiter gedrückt, wirklich gar nichts. Ich wollte nur, dass sie sich runterlässt, damit ich da an dem Teil hängen kann. So, jetzt? Okay, jetzt fällt sie mal nicht runter. Also ich habe wirklich nichts gemacht. Wirklich nicht. Also es ist nicht nur so irgend so ein Spruch gewesen, sondern ich habe wirklich nichts gemacht. Ach, das ist dann so eine Abkürzung. Raffiniert. Jetzt kann ich gucken, ob die wirklich alle tot sind. Weil ich sehe nur den einen liegen. Ach, da ist der andere und der... Dritte. Oh Gott, der ist verschwunden. Ist wieder auferstanden. Der läuft hier irgendwo rum. So, aber es gab da ja noch dieses Teil da hinten. Da wüsste ich auch einfach mal zu gerne, wie man da rankommt. Und Lara? Ach, jetzt, okay. Oh, guck mal. Oh, ich weiß, wo der Dritte ist. Und ein Teil von ihm jedenfalls. So, wir hatten ja noch das Teil da hinten. Da will ich auf jeden Fall... Das sieht nämlich so aus, als könnte man da wirklich hin. Vielleicht liegt da auch was. Ja, doch, da liegt was. Ja, da liegt ein Schatz. So, da drauf einmal. Und dann hier wieder drauf. Und jetzt ist nur die Frage... Nein, 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 nein. Ich sag dir nein. Nur die Frage, wie kommt sie dort oben hin? Das ist jetzt so die Frage. Hier war das ja schon recht schwer, dorthin zu kommen. So, erstmal bimmeln lassen. Bimmelt es hier? Es hat mal gebimmelt, das weiß ich. Ich muss halt mal gucken. Hier könnte ich hochkommen. Hoffe ich. Nee, ist so weit entfernt. Da komme ich halt auch nicht hoch. Und hier, ich weiß nicht. Nee. Auch zu arg entfernt. Hier bezweifelt. Was war denn das? Wenn die Kamera nicht. Kamera. Nee, da will sie das noch nicht mal machen. Das ist halt so. Ich hätte jetzt gedacht, nämlich weil dort an der Seite hier da oben nämlich da auch diese Teile sind, dass sie das machen würde. Aber das Problem ist ja,
die dreht sich ja, die, wenn man nach zur Seite drückt, dann läuft sie ja nur weiter, anstatt sich zu drehen. Und nach ganz oben will sie ja auch nicht, weil sonst hätte ich gesagt, dort zur Seite ist wahrscheinlich eher so ein Rückweg vielleicht. Weil das wäre dann so da dran. Quasi dort runterlassen, dann dort an die Säule, dann noch oben über den Teil, über das Teil balancieren, dann weiter dort nach oben ran, dort rüber und dann quasi hier rüber. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich erstmal dorthin? Ich muss auf jeden Fall an das Teil und das sieht mir aus, als könnte ich das nur erreichen über den. Und da ist halt noch dieses, ich kann da draufstehen, Gedöns. Ist nur die Frage, wie komme ich dorthin? Okay, ich versuche das jetzt doch mal hier rüber. Das ist der einzige für mich sinnvolle Weg, den ich gefunden habe. Ich muss nur aufpassen, dass sie halt auch springt. Oh, es geht wirklich. Es geht. Oh mein Gott. Es ist halt wirklich der einzige Weg, den ich gefunden habe. Ich dachte es halt, das wäre der Rückweg oder so. Aber naja, besser so als gar nicht, ne? Ich wollte eigentlich die andere Richtung am liebsten. Genau. So runter. So ran. Darüber. Okay. Jetzt komme ich auf den Rückweg dorthin. Ich habe auch mal zwischendurch, weil ich eine kleine Pause machen musste, weil ich unterbrochen worden bin, geguckt, wie viele Schätze es so gibt. Das mal grob aufgeschrieben, ne? Und ja. Ich glaube, ich habe hier... Krähe. Die Krähe hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht. Momentan ist es so, dass ich glaube jetzt 8 oder 9 Schätze habe. Ich weiß es nicht. Ach, die kann man angreifen. Ach, das sind Fledermäuse. Ach so, ja, nee, das sind Vögel. Ganz einfach, irgendwelche komischen Vögel. Ach, so kommt man dann auch wieder zurück. Nein, was? Nein, Lara, okay, hat scheinbar gezählt. Ich habe es jetzt eben nochmal nachgeguckt. Also ich habe 9 Schätze und es gibt insgesamt 10 in diesem Abschnitt. Mal gucken. Ich habe zwar das Gefühl, dass sobald ich diese Treppe hochgehe und diesen Bereich dahinter betrete, dass das Kapitel zwar abgehakt ist. Ja, ist unfair. Ja, ist unfair. Mach ich das, während du in der Luft bist? Ja, okay, ich greife dich auch an, während du in der Luft bist, aber... Wie gesagt, unfair. Nicht nett. Gar nicht nett. Also es ist sowohl Hin- als auch Rückweg. Ja, mach doch noch ein bisschen mehr. Mach noch... Nein, oh Gott. Ich werde das mit dem Balancieren nie hinkriegen. Das, da könnt ihr euch definitiv sicher sein. Ja, wieder mit einem Salto. Okay. Gut. Ich habe jetzt zwar viel Zeit verplempert und eigentlich wäre die Folge so gut wie vorbei, aber ich habe jetzt auch ein bisschen was definitiv rausgeschnitten, weil ich viel überlegt habe und ehrlich gesagt, ich bin jetzt in der Folge kaum vorangekommen, also werde ich das auf jeden Fall noch länger machen, egal wie viel ich jetzt geschnitten habe oder nicht. Außer natürlich, die, der Abschnitt wäre hier an der Stelle jetzt auch schon vorbei. Okay, doch nicht. Wow, 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 da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Lass das doch einfach. Och ja, komm, wie viele noch? Kommt ihr unendlich? Na, komm her. Ich hab dich gesehen. Noch ein? Noch was? Nein? Okay, ich guck gerade nur mal. Ich weiß nämlich nicht. Ich glaube, da sollte ich besser nicht runterfallen, oder? Ich weiß nicht, das sieht so ziemlich tot aus und nicht so nach dem Motto, hey, ich komme da wieder hoch, ne? Naja, es hat ja gebimmelt. Gut, dann einfach mal da dran. Nein, nein, nein. Brich das ab. Das klang irgendwie gerade so danach, deswegen... Ich bin gerade voll irritiert. Ich weiß nicht, wohin als nächstes.
Ist nicht abgebrochen, ne? Das ist immer noch dasselbe. Okay, ich kann da rum. Kann wahrscheinlich dort hinten ran. Ja. Das ist schlimm, meine Sicht ist gerade so eingegrenzt. So. Ich weiß nicht, in welche Richtung sie gemacht hat. Ihr habt es selber gesehen. Ich habe nichts sehen können. Gar nicht. Ich dachte halt ja geradeaus. Sie springt dann auch geradeaus. Da hat man gesehen, dass sie es nicht macht. Tja. Mich sehr gefreut, Lara. Oder eher Kameramann. Ich weiß, du liebst es anscheinend, Kamera so zu halten, dass du Lara komplett die Sicht versperrst, weil du dann die Kamera direkt vor ihrem Kopf oder sowas platzierst. Aber das hilft mir persönlich nicht. Kaum zu glauben, aber wahr. So. Ja, komm. Also ich weiß echt nicht, in welche Richtung sie gesprungen ist, ne? Also ich wollte eigentlich geradeaus und da dran. Hat echt gut funktioniert. Warte, nein. Oh, Lara. Na. Ich habe aus Versehen nochmal loslassen gedrückt. Ach, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Nochmal. Eine schöne Stelle ist das. Deswegen will ich sie so oft, wie es nur geht, nochmal machen. Ja, das ist der einzige Grund. Nein, ich bin nicht abgestürzt. Nein. Nein, nein, das habt ihr euch eingebildet. Da habt ihr nur geträumt. Ja, ja. Habt ihr. Definitiv. Ich und runterfallen. Pff. Nie im Leben. So, bitte da dran. Genau. Und nein. 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 Nicht loslassen, sondern nach oben. Nach oben. Genau. Genau. Ich wollte nämlich einfach nur hier rum, um dann hier hoch zu gehen. Was? Ach so, das sind die Spinnen wieder. Ach, die sind jetzt so runtergefallen. Oh, oh, die springen aber ganz schön. Das sind Monsterspinnen, sind das. Springende kleine Viecher. Viecher, Viecher. Also hier kann ich auf jeden Fall nach unten, aber ich glaube, ich kann auch gar nicht oben lang. Also hat sich das erübrigt, ne? Die Spinnen nerven. Die Spinnen nerven. Oh mein Gott, da ist ja noch eine. Versteht ihr, warum ich Angst vor Spinnen habe? Stellt mal vor, ihr läuft irgendwo lang und dann springt da euch so ein Vieh auch noch entgegen. Das ist so ein, hä, nee, danke. Ich will da lang. Oh, da ist eine Schlange, deswegen, okay. Nee, warte, da drauf und dann kannst du dort hoch. Oh, ganz dezent, diese Balken mittendrin. Ich dachte, ich hätte was laufen gesehen. War komplett überzeugt davon, dass ich was da laufen gesehen habe. Hä, wie komme ich denn jetzt hoch? Ja, da hoch will sie ja nicht. Nee, die läuft nur dezent gegen die Wand. Ach so, okay. Ja. Ah, ich glaube, ich habe den letzten Schatz gefunden. Yay! Ich habe alle. Pack es ein. So, dann kann ich diese 10 wegstreichen. Gut. Gut, gut, gut. So. Das, du hast sehr schön diese Rolle nach vorne gemacht. Nur wäre es schön gewesen, wenn du das Teil, dich auch in dem Teil festgehalten hättest. Nein, andere Seite da. Und dann nochmal... Ja, hat super funktioniert. Jetzt. Wie dann? Wow, 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 wow. Hä? Wie dann? Wie dann? Ach, einfach so drauf. Okay, ich wusste nicht. Ich dachte, die würde halt normal geradeaus nur springen. Und das würde nichts bringen, wenn du, ähm,
Ich weiß nicht woran, ne? Ich mach einfach mal. Ach so, Boden. Boden. Boden und diese blöden Killer-Dinger. Spinnen. Spinnen, ja. Ich glaube, die heißen Spinnen. Gibt's noch welche von denen? Mist, da komme ich jetzt nicht ran. Ach, da komme ich wenigstens ran. Das ist ja schon mal ganz gut. Und dann darüber. Und weiter. Ja, kurz ruckeln. Ach, Filmsequenz. Gut. Das ist vedisches Sanskrit. Die Zeichen sind ziemlich verwittert. Bhugavati von der Siebten. Das muss sich auf die Hauptstadt von Patala beziehen, der niedersten Unterwelt der Hindus. Sie wird von Schlangenmenschen bevölkert. Allerdings war der erleuchtete Narada ziemlich angetan von ihr. Das da oben ist Shiva. Und darunter, das ist seine Gefährtin Kali. Okay. Gut, ich werde jetzt hier einen Schnitt setzen und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter und, guck mal, die halten was in den Händen oder so. Oder es sieht so irgendwie handflächenmäßig bei Shiva, bei denen es aufgefallen ist. Naja, gut, wir gucken uns hier in diesem anscheinend sehr riesigen Gebiet dann in der nächsten, oder beziehungsweise ab der nächsten Folge um. Bis dahin dann, tschüss, eure Teil.